wird ihn auf der Stelle hassen, weil er schlauer und weil er schwarz ist. Sie überlegt sich's vielleicht. Mit diesem Mann will ich mein Leben verbringen, das weiß ich. Ja! Bist du verrückt? Eine Weiße, eine Britin und sie ist die Tochter eines Vertreters. Mein Großvater war ein König. Ich bin sein Thronfolger. Es ist meine Pflicht, zu meinem Volk zurückzukehren. Doch ich werde dort nichts Nützliches vollbringen, wenn ich mit dem Herzen hier bin. Ich repräsentiere die britische Regierung im südlichen Afrika. Apartheid, kennen Sie den Begriff? Sollten Sie den Herrscher eines schwarzen Volkes heiraten, wären Sie verantwortlich für den Untergang des britischen Empires in Afrika. Sie sollten sich schämen. Du kommst zurück und stößt alle vor den Kopf, deren König du werden solltest. Was glaubst du, wie lange sie es hier aushält? Man sagt mir, dass ich euch nicht mehr als euer König dienen soll, weil die Frau, die ich gewählt habe, die falsche Hautfarbe hat. Wer soll sie denn respektieren? Niemand will sie, selbst die Weißen haben sie verstoßen. Ich stehe bereit, um euch zu dienen, weil ich euch liebe, mein Volk. Ich liebe dieses Land. Aber ich liebe auch meine Frau. Jetzt werden Sie sehen, wie ein Weltreich sich verteidigt, Mr. Karma. Wir haben es falsch eingeschätzt, nicht wahr? Wir sind zu dem Entschluss gelangt, Sie ins Exil zu schicken. Mein Volk daheim braucht mich. Herr Premierminister, wir müssen handeln. Kein Mensch ist frei, der nicht über sich selbst bestimmen darf. Sie ist zäher, als wir es ihr zugetraut haben. Es ist Zeit für uns, eine Nation zu werden. Zeit, selbst zu entscheiden, wohin unser Weg führt. Die Zeit ist reif! Jetzt weißt du, dass nicht nur deine Schönheit mich begeistert hat. Lügner. Aber nicht in England. Dieser Fall dreht sich um sie, aber es geht nicht um sie. Auschwitz ist das Zentrum allen Holocaust-Glaubens und somit von entscheidender Bedeutung für die Leugner.